Dalila Jakupovic aus Slowenien hat die Boso Ladies Open in Hechingen gewonnen. Sie setzte sich im Finale gegen die Holländerin Cindy Burcher mit 6:3, 4:6 und 7:6 durch. Tausende Zuschauer verfolgten eine Woche lang die Partien auf der Anlage des TC Hechingen. Zum Jubiläum im nächsten Jahr wird das Turnier von 25.000 auf 60.000 Dollar Preisgeld aufgestockt. Es hat ab Donnerstag alles gepasst. Donnerstag waren wir zum ersten Mal ausverkauft und jetzt durchgängig volle Hütte. Das ist ein gutes Vorzeichen für nächstes Jahr, wenn wir erhöhen wollen. Die Stadt Hechingen hat sich wirklich zum Sportevent-Stadt entwickelt im Damentennis. Und wir wollen das ja nächstes Jahr noch vergrößern. Es ist ja ein 60.000 Dollar Turnier angestrebt und ein 20-jähriges Jubiläum. Da lade ich heute schon zu ein, wieder dabei zu sein. Aber so viele Zuschauer wie diese Woche hatten wir, glaube ich, noch nie. Das Doppelfinale entschieden Anna Zaya und Nicola Goya in zwei Sätzen gegen das Duo Heißen König für sich. Alles zu den Finalspielen und weitere Stimmen gibt es am Dienstag in einem Sportticker-Spezial.